Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer will Beef? Planänderung. Alles. Wir sind hier in Essen angekommen. Hört mir bloß auf. Wir wollten die drei besten Foodspots des Ruhrpots machen und dachten uns, ey, wir gehen zuerst ins Chickenhaus, weil das wurde von euch allen empfohlen. Ich war gerade sogar beim Friseur gewesen, kam da rein. Sofort Chickenhaus, Chickenhaus, Chickenhaus. Also alle haben gesagt Chickenhaus. Jetzt komme ich hier rein. Was jetzt gleich passiert, ihr werdet es ja gleich selber sehen. Und wir haben uns dafür entschieden, das muss eine Einzelfolge werden, weil das war eigentlich fast das Beste, in dem wir je gedreht haben, wo wir je gegessen haben. Und die Vielfalt, alles, was da drin passiert ist, abnormal, dass wir sagen mussten, pass auf, wir machen uns Kopf, wie wir die ganze Sache umstellen. Wir müssen uns eh den Kopf machen, wie wir hier in drei Tagen so viel wie möglich abdrehen. Aber dieser Laden, der bekommt eine eigene Folge. Und jetzt kommt mit rein und gebt euch, was da passiert ist. So eine Vielfalt und so ein Know-how habt ihr selten bei Wer will Beef gesehen. Ach so, kommt mit. Freust du dich? Ja, ich wollte gerade, das ist krass, ich wollte gerade so reinkommen, ich freue mich. Wir sind jetzt hier im Chickenhaus, auf jeden Fall sehr, sehr freundliche Mitarbeiter hier. Wir dürfen jetzt hier einmal hinter die Küche alles abdrehen. Wir holen uns jetzt so eine kleine Platte. Nee, wir haben gesagt zu den Mitarbeitern, die sollen einfach mal was machen, womit die sich präsentieren möchten, ne? Genau, richtig. Ja. Eine Platte so mit allen Sachen, die wir hier so anbieten. Und ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt, was der Laden zu bieten hat. Ich gehe jetzt dahinter und filme ein paar Sachen für euch. Und da sind wir gespannt, was die uns hier zaubern, würde ich richtig sagen. Richtig. Ich meine gerade zum Chef, wir haben gerade mit dem Chef gesprochen. Mach einfach mal so eine kleine gemischte Platte. Wir setzen uns einfach hin und lassen uns überraschen. Auf ganz entspannt, Vicky. Auf ganz entspannt. Ich habe es gerade erzählt, dass das hier damals eine alte Aldi-Filiale war und die gegenüber angefangen haben mit einem ganz kleinen Laden, wo sie dann daneben eine Wohnung irgendwie noch dazu gemietet haben. Richtig, richtig. Die Wohnung wurde sozusagen dann vergrößert. Dann glaube ich, die Jungs haben mit 4 Tischen angefangen und irgendwann haben den Laden vergrößert mit 12 Tischen und die kamen nicht hinterher. Ne? Die Leute standen draußen und wollten zum Mitnehmen. Die waren natürlich verärgert, weil sie nicht reinkommen. Ja. Die waren alle rappelvoll und so weiter. Und dann haben die Jungs das hier wirklich, sozusagen diese Aldi-Filiale von Grund auf, kernsaniert, komplett neu gemacht, ne? Mit allem Pipapo. Und haben sich dann auch wirklich die Leute, die da hinter der Theke komplett stehen, ne? Weiß jeder, das Gericht aus dem Land, wo es herkommt, da kommen die Leute auch wirklich her. Genau, das hat er gerade erzählt, ne? Also die haben ja hier mehrere Ecken vom Orient sozusagen, die sie hier vertreten, also eine große Auswahl. Und ja, jeder Koch oder jeder Griller, der dahinter steht, kommt auch daher, wo das Gericht herkommt. Ne? Sehr, sehr schön. Ich bin ja sehr gespannt, was es hier gleich zu essen gibt. So viel essen. Das ist noch nichts. Das ist nur die Vorspeise bei uns. Ja, Rudi, Hunger und so, ne? Ganz ehrlich, am liebsten würde ich hier anfangen zu essen, hier aufhören und den ganzen Tag nichts mehr essen und mich hier reinlegen. Es geht weiter. Rudi. Hunger, das ist nur von als ein Spieß. Vielen lieben Dank. vielen Dank erstmal. Danke, danke. Ich hab dir jetzt ein Baguette gemacht. Das ist nichts mit Arabisch, das ist Mexikanisch. Okay. Fajita. Kennst du bestimmt. Ja, ja, klar. Ja, und probier mal unsere Fajita jetzt. Okay, sehr, sehr gerne. Musst du auf jeden Fall probieren. Sehr, sehr. Vielen Dank, mein Lieber. Dankeschön. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Wie wollen wir das machen? Soll ich mich überall einmal ganz kurz durchtesten und dann du? Oder jedes Einzelne würde jetzt, glaube ich, zu lange dauern, ne? Also, was haben wir hier? Ich glaube, Baba Ghanoush, oder? Komm. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Oh ja, den will ich natürlich haben. Den willst du haben, komm. Hui. Nice, ne? Simon, rutsch ran. Fang bitte an zu essen. Ich fange dabei die Momente ein. Wir haben drei Foodspots drin. Normalerweise müsste man den Laden alleine auf Kopf stellen. Aber wir versuchen wirklich die drei besten Foodspots NRWs zu finden. Deswegen geh mal durch. Das ist eine arabische Sucuk. Ich habe gesehen, wie die flambiert wurden gerade noch. Mhm. Sehr fettige Angelegenheit. Ja.
ölige, fettige Angelegenheit. Ja, das ist ja lecker Angelegenheit. Da bildet sich ein Wasserfall im Mund. Ja. Aus purer Konzentration von Fett mit fleischigem Geschmack. Ich habe hier mal so eine Walnusscreme, ne? Aus Walnüssen gemacht. Mhm. Nee. Aus Hackfleisch, oder? Mhm. Aus Hackfleisch. Das ist sowas, probier. Ja, probiere. Das ist so wie Hackepeter ja. Für Deutsche, nur in geil. Ja. Vielen Dank. Ja. Das ist auf dem Brot drauf. Ach krass, ja, ja, voll. Eine ordentliche Bämme, wa? Weißt du, was mir nur so leid tut, Digga? Ja. Dass das hier so vollgepackt ist, bis zum geht nicht mehr und wir uns so zügeln müssen, leider. Mhm. Das ist eine Sache geiler als die andere noch. Ja. So eine zimtige Rostbratwurst. Und vor allem dadurch, dass sie so fettig sind, ja. Wird ja auch nichts trocken, Digga. Wir sagen erstmal die schönen Mozzarella-Sticks hier. Oh, guck mal. Alles hier wie gemalt, ne? Diese Vielfalt halt auch einfach am Tisch, unmittelbar, wenn du hier sitzt, ist halt einfach sehr familiär und einladend, wollte ich gerade sagen, aber... Oh, das ist Beef und Chicken. Danke dir schon mal, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Wir dürfen heute auf jeden Fall nicht wollen anders machen. Das ist eine Walnusscreme? Ja. Walnuss, Peperoni. Wow. Den willst du haben, ne? Ja, Mann. Den nehme ich wieder gerne. Oh mein Gott. Ich bin völlig überfordert, Alter. Danke für diese Gastfreundschaft. Ja. Immer so bei den Achabern, auch Türken, Dinger, aber Dankeschön, aber die haben meine Foodtour zerstört, komplett. Tabulet? Ja, ja. Hier eine schöne Tabulet für die Frische. Ganz, ganz böse Smooth. Ganz frisch. Ach, du heiliger Wimmer. Ja, ja. Beste Zigarre-Burrik, den ich jemals gegessen habe. Safe. Ich war ja gerade die ganze Zeit in der Küche und habe alles abgefilmt. Und es sind wirklich alles authentische Leute, die dahinter stehen, die das von klein auf, wahrscheinlich von den Eltern mitbekommen haben, Mama, und oh, einfach dieses Game hier perfektioniert haben. Das schmeckt man hier auch, definitiv. Also, Simon, was sagst du bis jetzt dazu hier? Ey, was ihr heute gesagt habt, und wie gesagt, noch mal viel besser. Also ich habe das alles noch nie so gegessen. Es ist einmal, ich würde immer wieder kommen. Ja. Es schmeckt alles anders und alles besser wie das andere. Ja, also ja, unglaublich. Ja, ja, du kannst jetzt ja nicht entscheiden, was du danach denn isst, weil alles schmeckt dann besser, was du probierst, und kannst ja nicht mehr zurückkommen, weil das andere genauso besser schmeckt und völlig verwirrt. Völlig verwirrt. Aber so ist es. Das ja. Beschreibt es am besten. Du weißt ja nicht, wo du zuerst einen Löffel reinstecken sollst, oder? Ja, weil das schmeckt wie das andere und das andere schmeckt genauso gut wieder wie das. Ja nicht, das wie auf dem Gangbang, wa? Ja. Wenn du nicht weißt, wo du zuerst hin sollst, wa? So ist es. Nee, ekelhaft. So. Oh, warte. Wir haben einen sehr guten Hummus in Berlin. Der ist aber auch sehr, sehr gut. Ja? Wahnsinn. Ja, der ist genauso smooth. Schöne Grüße an Asam, aber ganz hey, viel Liebe. Ist... Ja, du brauchst alles drauf. Hab ich. Öl, Cashew, ordentlichen Löffel Hummus. Simon, bist du oft arabisch essen? Nee. Nee? Deswegen merke ich, Bruder. Aber das ist absolut Foodporn. Wenn du schon die Kamera hältst, mein Kleiner, dann wirst du auch verwöhnt werden hier. Ah, das ist sehr, sehr smooth. Muss auch noch mal rein, da ist egal. Super cremig und kräftig, ne? Von der Konsistenz her, ganz, ganz großes Niveau. Haben wir hier die arabische Aioli sozusagen. Tumi. Tumi. Ja, mein Kleiner, damit musst du es probieren. Mm. Den fülle ich heute richtig ab. Ja. Das ist mein kleiner Mülleimer heute. Bin bei. Die sehen aber auch crunchy aus, ne? Gönn dir den Bissen. Ist einfach abgefallen gerade. Am liebsten will man, wie gesagt, ne? Einfach sitzen bleiben und heute gar nichts mehr machen, ne? Ja. Das wird aber auch schlafen, einfach dazu genau. Ein, ne? Ja, aber erstmal wellness. Aber es ist eine Schande, das liegen zu lassen, Digga. Ja, das ist traurig. Wir lassen uns auf jeden Fall, vielleicht müssen wir das einpacken, was wir vielleicht weggeben können. Genau, Leute. Genau. Ganz einfach, aber super, super gut. Simpel, aber sehr lecker. Super Marinade. Wir probieren jetzt einfach mal den Adana. Krieg mal einen schönen, komm. Boah, schön saftig. Da geht auf der Zunge. Und die Reste rum, die danach kommen. Nehmen wir dir, Digga. Oh, holy. Ich wusste ganz genau, als wir das hier angefangen haben, wo das enden wird. Ihr wisst gar nicht, was passiert in dem Moment, wo ihr abbeißt. Der sieht von außen ja schon saftig aus und dann beißt ihr rein. Und dieses Ding, öliger, aber angenehm ölig. Und dazu beißt bitte mal da rein. Okay, manchmal muss man einfach nichts sagen. Ja, das ist einfach unkommentiert. Mit Tumi noch bestrichen. Eine türkische Pizza, glaube ich, noch von oben und unten noch mal angeröstet. Scharfe Paste, Tumi noch mal drin, von oben noch mal angeröstet, die volle Power. Gucken wir mal den Halloumi kurz. Oh, Digga, warum knuspert der denn so? Na, probier mal. Knatscht nicht.
Nee. Es ist crunchy. Es ist halt so eine Reizüberflutung hier gerade, dass man gar nicht alles so würdigen kann, wie man es eigentlich muss. Wie gesagt, du könntest aber heute nichts mehr drehen, du müsstest nach Hause fahren. Deswegen, aber ich genieße es trotzdem sehr, muss ich sagen. Auch mal, wie locker flockig dieser Reis ist, Digga. Guck mal. Locker flockig, und der wurde ja davor noch in eine Schüssel gepresst, dass er die Form hat. Alter, und? Alter Schwede, ist einer der besten Reissorten, die ich hier gesehen habe. Dreh dich jetzt nicht unbedingt um. Wie ein Griff. Ey, Bruder. Weißt du, was das ist? Rilly Steak. Amerikanische Rilly Steak. Ja? Kennen, ja, ja, gegessen noch nicht. Aber schätz doch mal hier hin am besten. Das ist Feta mit richtiger Avocado-Soße. Ja. Okay. Das sieht ihr sehr, sehr gut aus. Ne, das muss ich ausprobieren. Wenn ihr könnt, fangt schon mal an, weil wenn das kalt wird. Aber ich muss sagen, es ist einer der besten Reis, die ich je gegessen habe. Ja. Das ist wirklich richtiges Steak. Ne? Ganz fein geschnitten. Bisschen Champignon und Mayonnaise. Ne? Das klingt schon wie Knie, wa? Scheiße, ist das gut. So heilige Scheiße. Danke, 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 danke. Bitte. Digga, das ist einer der käsigsten, Champignon-mäßigsten Sandwiches, die ich jemals gegessen habe. Champignon haben die zu ernst genommen gerade. Krass. Hört mal, wie krass der Champignon fleißt. Ich hab keine Worte für, aber geil. Beste, was ich je essen habe. Ich check nicht mal, wie es geht, weil du hast ja einen Champignon irgendwie als Grundlage. Wie will man den so intensiv danach schmecken lassen? Die Soße drin ist. Nein, ich versuch's doch mal zu checken. Das ist aber wirklich hauchdünn geschnitten, die Steakstreifen. Und perfekt gemacht, wie man es machen sollte. Wirklich. Mit Fitness-Oscar und Wing Dodo eine Folge gesehen. Genau, ganz da viel. Da fand ich das richtig schlecht. So muss so ein Fajita-Ding schmecken. Digga, gib dir das bitte. Oh, wie saftig ist denn das? Digga, das esse ich auf. Ja. Das muss ich aufessen, Digga. Das schmeckt richtig nach Mexiko. Wa? Vergleich mit Taqueria El Oso so ein bisschen. Wa? Auch mit diesem geschmolzenen Käse und allem und der Avocado. Das ist vergleichbar einfach. Also mal eine Frage. Ja. Wo sind wir hier, Digga? Das ist übertrieben lecker. Wir haben diese Scheiße studiert. Safe. Ja, vielen lieben Dank, ey, für dieses tolle Essen. Ja, ich kann nicht mehr. Jetzt haben wir hier, glaube ich, Köfte. Wir hatten davor Adana und jetzt haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen Köftespieß. Oh, der hat noch einen Zacken, Alter. Komm mal drin. Boah, das andere war lecker, aber das hier ist... Wie zu Hause vom Grill. Ich bin überfordert, ich weiß nicht, was hier passiert. Was soll ich noch alles essen? Überlecker, die besten Hühnchen-Geschenke, die ich je hatte. Cola. Grillkohle und ein Minischenkel. Dazu eine knusprige Haut und butterzartes Fleisch, Digga. Wie er schon gesagt hat, wir müssen noch mal herkommen am anderen Tag, um die Fanggerichte und so auszuprobieren. Wir haben hier den kompletten Orient drin. Ne? Türkische Küche, arabische Küche, alles, was der Orient so umfasst. Wahnsinn, was wir hier alles geboten bekommen haben. Normalerweise woanders essen wir gleich eine Suppe oder vielleicht nur ein Hähnchenschenkel. Also wir müssen das zu einer eigenen Folge hier machen, würde ich sagen. Deswegen müssen wir gleich noch mal ändern da, unsere Begrüßung. Lammfleisch, Holzkohlearoma, ohne Ende. Hähnchen haben wir ja und darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Boah, Digga. Ja, probier den einfach jetzt. Komm. Haben die das mit Cola eingerieben, Digga? Positiv? Man muss das hier essen, Digga. Das brauchst du. Okay, das esse ich. Niemand weiß, was ich meine, wenn ich sage, hat man das mit Cola eingerieben? Hat man. Alter, das ist so saftig hier. Alles innen drin noch saftig. Holzkohle kommt wunderbar rüber. Gewürze top abgestimmt. Ohne das den Fleischgeschmack zu überdecken. Wahnsinn. Würde ich nicht schon was gegessen haben und würde ich nicht noch irgendwo essen gehen, würde ich mir hier alles reinpfeifen. Ja. Alles komplett, wäre mir auch einfach egal. Ne? Zum Glück hat der Blocki das noch nicht gesehen. Was ist das denn? Was haben wir denn hier? Das ist doch ein ganz Shawarma. Ich weiß. Ich kann nur den Shawarma so probieren. Ein bisschen Knoblauchsoße oder Sesamsoße dazu. Ne? Ihr habt ja gesehen, wie da das Fett an dem Spieß runterläuft. Ne? Und so saftig schmeckt der auch. Hab mich erst gewundert, weil so habe ich den Spieß noch nie gesehen, aber der ist ja einzigartig geil. Warum? Der ist genial. Schön fettig, aber nicht so. Ich weiß nicht, was für Kräuter. Die schmecken so genial, die da drauf sind. Ja, diese arabischen Gewürze wie Zimt, Kardamom wahrscheinlich. Schmeckt alles raus. Schmeckt alles raus und schmeckt völlig genial. So in der Form auf jeden Fall noch nicht gegessen. Also Gegenteil von trocken auf jeden Fall. Ich wollte es gerade aussprechen. Der ist so gut gewürzt. Hä? Irgendwie ganz anders, aber ich kann nicht mal beschreiben, inwiefern anders. Einfach besser, angenehmer. Ich würde sagen, du hast von außen keine Röster rum,
Das ist nur dieses saftige, geile Fleisch. Ja. Und das macht es noch viel geiler. Ja. Größerum sind trotzdem ein paar dran, aber ganz wenige, nur hier außen. Und so kräutrig, so angenehm saftig kräutrig. Und das Hähnchen hier? Finde ich so irgendwie so ein bisschen Steak-Charakter schon fast. Das ist heftig. Ach, geht wahr. Genau dasselbe in Grün macht. Schmeckt man alles schön saftig, nicht trocken. Als wenn das derselbe Spieß ist, nur ein Hähnchenformat sozusagen. Genau. Also, wenn sie dasselbe damit gemacht hätten. So. Aber halt in einem schönen Hähnchengeschmack. Probier mal, Digga. Das ist wirklich fast identisch. Ach, Scheiße. Digga, das ist einer der saftigsten Hähnchenspieße, ja, die ich in meinem ganzen Leben in meinen Mund gesteckt habe. Wenn du so dicke Hähnchen schneidest, kannst du es fast nicht vermeiden, dass es trocken wird. Deswegen hast du ja oft auch diese ganzen Soßen dazu, Thumi und so. Aber die brauchst du hier nicht. Die sind absolut hinfällig und überflüssig hier gerade. Hast du absolut recht. Die Soße ist noch voll. Weil der Fleischgeschmack so geil und saftig ist, dass du gar nicht in die Soße rein willst. Brauchst du nicht. Boah, du hast deine eigene Soße im Fleisch verarbeitet. Das holt mich ja noch fast mit am meisten ab hier. Ich weiß, eine Schande, ja, das in Soße zu versenken. Ja, ich kann noch nicht aufhören, das zu essen, wirklich. Ich habe noch nie so oft in einer Folge gesagt, dass ich nicht aufhören kann zu essen. Ja. Einer geht noch. Gebt euch mal bitte dieses Schlachtfeld. Ich sehe die Begeisterung noch nicht. Wir haben noch einen Burger. Digga, hier gibt es auch noch halbe Hähnchen, hier gibt es Pfannengerichte, hier gibt es alles, Digga. Mein Lieber, euer Hähnchen, also generell eure beiden Spieße sind krank, aber was zur Hölle habt ihr mit dem Hähnchenspieß getan? Das ist einer der saftigsten Hähnchenspieße, die wir jemals in unserem ganzen... Und Berlin ist wirklich gut am Start mit sowas. Und wir haben gerade noch was gesagt, wir wollten euch eigentlich in die drei besten Food-Hotspots vom Ruhrpott mit reinnehmen und haben gesagt, ey... Geht nicht. Das war so eine schöne Auswahl. Wir machen eine extra Folge draus. Ne? Das ist eine einzelne Folge hier. Das kann man nicht verpacken. Ihr habt jetzt das Essen jetzt gegessen, aber wir haben noch unsere Hauptprodukt, wo wir am Anfang vor 18 Jahren damit angefangen haben, war unser Grillhähnchen. Ja. Den müsst ihr auch eigentlich probieren. Also unser Grillhähnchen, ehrlich jetzt, ne, ist einer der besten in ganz Deutschland. Von Gewürzen, vom Hähnchen, von alles ist ganz anders als wie bei egal wem. Da möchte ich aber nur ein halbes haben, ohne irgendwelche Beilagen und so. Ich hole dir ein halbes Hähnchen. Ja. Das müsst ihr wirklich... Okay, gerne. Das könnte ich dir abschlagen. Du bringst auch so sympathisch, weil ich möchte bitte dein Grillhähnchen sehr gerne essen. Ja. Ich hole euch sofort. Ach Scheiße, Digga, das wäre auch noch. Du lässt den Spieß einfach drin, Digga. Interessiert dich gar nicht, oder was? Du siehst so ein Burgerbrötchen, wo du denkst, für ein Industriebrötchen, ne? Dann siehst du Sahnespecksalat und denkst dir so, ja, okay. Dann beißt du da rein und hast das knusprigste, hausfrittierteste Hähnchen mit der intensivsten, geilsten, dazu passendsten Soße. Und das hol dich einfach so ab. Bitte du zuerst, danach Simon. Beiß da bitte rein. Mal, wie noch? Beiß da bitte rein. Manchmal täuscht Aussehen. Ja. Und haut dir mal so richtig ins Maul. Wirklich. Was hat dieses Hähnchen getan? Beste Hähnchen, was ich je gegessen habe. Oh Mann, ey. Ja, aber heute ist ja alles das Beste, was du je gegessen hast. Ja, weil ich habe noch nie so. Das Beste, was du gegessen hast? Ja, na, weil es wird immer besser. Von einem zum anderen wird es immer besser. Simon, probier doch mal ein Stück Eisbeck. Nee, das ist irgendwie. Nee, komm auf. Komm, Simon, komm, probier doch mal bitte. Ey, wenn man sehr lecker so viel gegessen hat schon, ja, und da noch mal reinbeißt, dann ist das schon ein Zeichen. Unbedingt, also wir können nichts mehr essen. Okay. Es geht nicht mehr. Es wir ist so lecker, so ich würde am liebsten mir alles hier reinschwingen, aber. Es geht nicht, Mann. Absolute Top-Adresse in Deutschland, kann man jetzt schon sagen. Noch einige Patties drin und in der Mitte ist noch mal Mozzarella-Patty oder so, guck mal. Ja, gerne. Mann, Digga, jetzt hör doch mal auf. Niemals, Digga. Digga, nicht mal ganz ehrlich. Ich dachte, die beiden Burger kommen hier an. Ganz ehrlich, der Bann dachte ich mir, sieht nicht so besonders aus, dass ich mir, Mensch, auch ob der was kann. Digga, du beißt rein, das schmeckt pervers. Ja. Ich dachte, das ist jetzt hier so ein Dönerladen-Burger, so. Weißt du, wie ich meine? So, der schmeckt ja, bitte beiß da mal da rein. Bad Gambat ist das. Beiß mal da rein. Jetzt genau ja, da? Gib mal her. Machen die Burger wirklich selber. Das war die erste. Digga, komm! Probier den mal! Und? Wahrscheinlich das Beste, was du jemals gegessen hast? Nein, das allerbeste, Alter! Lass mich raten, du hast da was zu essen für mich. Du hast gesagt, das beste Hähnchen Deutschlands. Ja. Ja. Erstmal die Haut, ne? Ach, eben, Digga. Warte, ganz gut. Hol ein Stück raus. Ja. Wir beide haben ein Gespräch danach. Simon, bitte sag was zu dieser Haut. Nee. Das ist allerbeste. Allerbeste von dem Ganzen. Oh, aber schaut mal. Willst du mich denn verkackeiern, Digga? Thumi und Hummus und Hähnchen sind sowieso füreinander geschaffen, ne?
Ach ja, ja. Schmeckt? Ist doch super, wenn alle um einen rumstehen, ne? Ich sehe gar keinen. Ich habe alle ausgeblendet. Bruder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute stehen und gucken am Essen zu. Ich habe keinen gesehen, Bruder. Keinen. Ich würde jetzt gerne mir mal ein ordentliches Stück Fleisch hinter die Kiemen zimmern. Warte kurz. Auch das Beste, was ich je gegessen habe. Ich habe wirklich danke. Alles hier perfektioniert. Danke. Ich weiß nicht wie, keine Ahnung. Normalerweise ist ja, wenn man ein großes Repertoire an Sachen hat, eigentlich immer ein Zeichen dafür, okay, kann nicht alles so krass sein. Mhm. Aber ich weiß nicht wie, aber ihr habt es getan. Ja, aber hier waren viele Sachen die besten, die ich hier gegessen habe. Von der Speise her. Und wir haben schon viel gegessen. Berlin ist ja auch Hochburg, gerade für sowas, weißt du selbst. Ne? Ich habe gerade schon gesagt, eine der besten Adressen Deutschlands, wenn es auf jeden Fall um arabisch-türkische Küche geht. Also, wenn nicht die beste mitunter. Ne? Mach dir wieder eine, komm. Ihr habt doch da so Stangen mit Hähnchen, ne? Wir haben ein großes Auto. Ich würde jetzt gerne alle Stangen einfach einladen wollen. Ja, du meintest ja vor 18 Jahren mit Hähnchen angefangen mit und dann alles ausgebaut. Und dann haben wir hier einen kleinen Laden gehabt und dann sind wir hier. Der kommt der Beste, was du wahrscheinlich jemals gegessen hast. Pass auf. Wie soll ich denn jetzt das erste Mal richtig arabisch gegessen? Wie sollen das jetzt noch einer toppen? Stell dir vor, du gehst jetzt so in so ein kleines Dörfchen, in so einen übelsten Mistladen. Ja. Dann denkst du, du wirst verarscht. Ey, schmeckt geil zusammen. Also richtig. Boah. Richtig süß, den Simon so zu sehen. Kann ich mit der Foto machen? Ja, natürlich, gerne. Sehr gern. Das Besondere an diesem Hähnchen ist von innen komplett butterzart. Aber diese würzige, hör mal da richtig ran. Das Ding ist voller Power, ne? Das Essen hat seinen Namen alle irre gemacht. Essen halt, ne? Einer der besten Läden, in dem wir jemals waren, Digga. Safe. Auch von den Vorspeisen, die Messes hier, alles on point. Was willst du da machen? Vielen lieben Dank. Ans ganze Team. Danke auch an die Stadt Essen. War eine neue Folge. Geile Beef, oder? Eine kranke Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Also, das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Da kann man auch mal 5 Stunden über eine Autobahn fahren und sich hier den ganzen Tag einfach sitzen bleiben. Wie er sagt, morgens, mittags, abends herkommt. Vielleicht nachts losfahren, von morgens bis abends hier sitzen bleiben, vielleicht mal ein paar Daumenspaziergänge draußen machen, wiederkommen und dann abends halt zurückfahren. Die 5 Stunden lohnt sich für dieses Essen hundertprozentig. Alles klar, dann würde ich sagen, das war eine neue Folge von Werbe Beef. Jedes Gericht hat seinen eigenen Geschmack gehabt. Nicht wie so in Läden reingehst, dass die Panade überall gleich schmeckt. Also war alles wirklich. Und dann dieses zum Schluss, was wir gegessen haben, das war die beste Mundexplosion, die ich je in meinem Leben hatte. Das war wirklich echt tolles Essen. Meinst du den Shawarma, ne? Ja, genau, das Shawarma. Das war so geil. Die Minze, keine Ahnung, Koriander, alles, was da explodiert ist im Mund, ich habe keine Ahnung. Also jetzt bin ich immer noch perplex. Das ist es ja, ne? Genauso wie er erklärt hat, wahrscheinlich, weil auch auf jeden Posten so eigene Köche stehen und jeder was anderes macht, und man so diese Vielfalt hat. Ne? Deswegen hat alles anders geschmeckt und auf jede Mahlzeit, auf jede Speise wurde sich spezialisiert sozusagen. War traumhaft. Ich glaube, da wurde sich wirklich, wie gesagt, haben wir angefangen mit einem halben Hähnchen und da wurde sich dann erstmal nach und nach um das gekümmert, bis alles da perfektioniert ist. Wenn Leute denken, ey, das war jetzt gerade ein bisschen übertrieben, dann können wir absolut nicht. Das war alles, wie er schon gesagt hat, auf seine Art und Weise irgendwie perfekt. Ne? Das ist einer der besten Läden, den ich hier gespeist habe. Das, was da gerade getan wurde, es ist schwer, sowas so perfekt umzusetzen, dass du am Ende rausgehst, so viele verschiedene Sachen probierst und immer noch trotzdem so viele verschiedene, dennoch aber perfekte Geschmäcker am Tisch vereinen kannst. Da ist für, also wenn da nicht für jeden was dabei ist, dann fange ich wirklich an zu zweifeln an dem Menschen, der da sitzt. Ganz einfach gesagt, weil da findet jeder was, der was essen möchte. Hut ab nochmal an die Leute dort, an die Küche. Ganz, ganz andere Liga. Und ich würde sagen, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Deswegen würde ich sagen, das war jetzt wirklich eine neue Folge von Where the Beef. Wir sind raus. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde.